Ja, herzlich willkommen zum neuen Video, aktuelles Video, meditatives Malen, nur für Hochsensible heute. Ja, mich sticht heute ein bisschen der Hafer, so sagt man das in Bayern, weil die Vorweihnachtszeit ist, ja, die ist für mich persönlich sehr inspirierend. Aber es geht ja jetzt nicht um mich, sondern es geht um meditatives Malen und ja, was es so für sich hat. Und für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine ehemals aktive Süchtige. Und auf meinem Kanal geht es um intuitives Malen für mehr Leichtigkeit, ja, im Alltag, im Leben. Also mir hat die Malerei so gesehen das Leben gerettet und heute gebe ich einfach diese Erfahrungen weiter. Und heute, oder jetzt befinden wir uns in einer mystischen Zeit, Vorweihnachtszeit. Und dieses meditative Bild in Aquarell ist in Blautönen und Violett entstanden. Ja, eigentlich wollte ich so in den Blautönen wie das linke Mandala malen. Aber ich bin ja hochsensibel und lass es fließen, die Dinge. Und wie Gerhard Richter so schön sagt, die Bilder, da hat er geschmunzelt, als er das erzählt hat, machen, was sie wollen. Und genauso ist es. Auch meine Bilder. Ich nehme mir etwas vor und male intuitiv und es kommt etwas ganz anderes bei rum. Und wie hier jetzt auch, es hat sich die violette Farbe reingeschmuggelt. Ja, so ist es einfach. Aber wie gesagt, vor Weihnachtszeit, Karin Henningsen, laber nicht so viel, geh ins Thema. Vor Weihnachtszeit, innere Einkehr. Ich bin gefragt worden, was verstehe ich unter innere Einkehr? Innere Einkehr bedeutet, ich kann nur für mich sprechen, dass ich die Klappe halte, so wie jetzt, still werde und zuhöre. Und mein Kopf, meine Gedanken, mein Verstand plappert, 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 plappert. Na, wie die Buddhisten sagen, ja, der Verstand ist wie ein Elefant, ne? Oder nee, wie ein Affe in den Bäumen. Wupp, 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 wupp. Ja, aber trotzdem, man wird stiller und stiller und irgendwann hört man dann doch endlich mal die wirklich wichtigen Dinge. Oder es müssen nicht unbedingt Sätze sein, um Gottes Willen. Es sind vielleicht Gedanken, Ideen. Also bei Projekten, es stehen ja wieder neue Projekte an, gehe ich immer raus und frage meine inneren Player oder meine Elves, die Avatars, ja, wie setze ich es am besten um, ne? Das ist so die innere Einkehr, still werden und zuhören. Geht gut über eine Atemmeditation. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Das erleichtert die Suche für andere Interessenten. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, und wie gesagt, dieses Bild ist dann jetzt entstanden in Blau und Violett. Blau ist ja auch die Farbe, die beruhigt, im Fluss sein. Ach übrigens, da sieht man, dass dieses Mandala, dieses Bild natürlich auch, ich habe da morgens gleich weitergearbeitet, also immer wenn da ein Tässchen Kaffee dasteht, ist es sehr früh am Morgen. Und weiter oben siehst du mein Tagebuch. Das heißt, leg dir ruhig was zum Schreiben nebenbei hin, neben dein Bild. Und vielleicht kommen dir Gedanken. Also mir kommen während des Malens dann auch immer irgendwelche Gedanken, die ich dann sofort notiere, bevor sie weg sind. Das nur so nebenbei. Witzig, ne? Auch dieses Tagebuch ist violett. Da sind wir schon wieder bei den Farben.
Blau, Fluss, im Fluss sein, fließen, Beruhigung. Das ist für mich so dieses Blau, beziehungsweise es gibt ja auch Bücher über Farben und Zeug, ne? Und Violett. Violett haben wir natürlich, ist die Farbe der Spiritualität, ist ja auch das oberste Chakra ach, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Oh, ist das peinlich. Ich als Yoga-Trainerin, ne? Das Kronenchakra. Kronenchakra, Frau Henningsen, ist ja auch violett. Und das Kehlkopfchakra, ja, da haben wir auch Türkis. Das haut sogar hin, ne? Hier. Und dann natürlich die Farbe Gold. Ist ja auch symbolisch oder eine gewisse Symbolik. Symbol. Also red, glaube ich, halt Blödsinn. Ha? Symbolträchtig. Also auf jeden Fall, also jetzt nur mal, um das Ganze abzukürzen, haben wir da die sehr spirituelle Farben. Also das ist intuitiv entstanden. Wie immer, wenn ich Mandalas male. Also lass es fließen. Dann sind wir ja auch auf dem Weg zu den Rauhnächten, die ja am 24. beginnen. Auch da war eine kleine Frage, wie ich damit umgehe. Eigentlich recht entspannt, ehrlich gesagt. Ich warte einfach immer mal ab, was da so passiert, beziehungsweise ich erhalte die Botschaften weniger über Träume, sondern über Bilder schon Tage vorher. Also bei mir beginnen die Rauhnächte zumeist schon, naja, ich würde fast sagen, ab dem 21. merke ich schon, dass die Zwischenwelt, dass die Welten durchlässiger sind. Die Anderswelt spüre ich dann eher. Bei deiner Hoppla. Persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, über meine Arbeit, über Seminare und Workshops, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Also, bis nächste Woche und pfiat dich!